Widerstand wird selten geleistet. Methamphetamin ist das Kokain der armen Leute. Wenn Polizisten Labors ausheben, stürmen sie nicht Gangsterhöhlen, sondern Giftküchen im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wird das Elend selbst gebraut. David Gibson macht im Cumberland County, Tennessee, die Methamphetamin-Razzien für den Sheriff. In dem Motel dort war unser letzter Zugriff. Als es anfing mit der Meth-Welle, haben wir 3, 4 Labors jeden Tag gefunden. Allein hier in unserem County. Yes, all throughout the county. Provinz. Die hausgemachte Droge wütet wie ein Flächenbrand im ländlichen Amerika. Im Amtsgericht Crossville hält Richter Douglas 2-mal die Woche Gerichtstag. I can give him my speech. Are you ready? Yep. All right. Eins führt zum anderen. Die Sucht macht krank, die Familie geht kaputt, Job weg, Diebstahl, Probleme. Meth zerstört die Menschen und ihre Umgebung, das soziale Netz. Wegsperren ist keine Lösung. Im County-Gefängnis mussten sie anbauen. 128 Gefangene, 2/3 wegen Methamphetamin-Delikten. Mandy Genovese ist hier die Krankenschwester, Meth-Expertin notgedrungen. Experimentieren wie mit Marihuana geht nicht. 97% sind abhängig nach dem ersten Versuch. Meth dringt in alle Gesellschaftsschichten ein. Arm, reich, oben, unten. Meth hat keine Vorurteile. Meth liebt sie alle. Therapieeinrichtungen gibt es kaum. Wem das Gift einen Rest Verstand lässt, der muss raus aus seiner alten Clique. Irgendwo im Wald ist ein Frauenhaus, in dem eine Gruppe nach dem Zwangsentzug im Knast versucht, wieder auf die Füße zu kommen. Nikki Payne organisiert hier alles. Sie hatte mit Meth angefangen, als sie 15 war. Tracy und Lauren überwinden sich zu reden. Ich war ein behütetes Kind, gute Noten in der Schule, süß und unschuldig bis zum College. Mit 21 hatte ich wohl das Gefühl, ich muss was nachholen. Da ging es los mit Methamphetamin, 12 Jahre lang. Ich hatte eine Familie, 4 eigene Kinder, die wurden mir weggenommen. Meth hat mein Leben ruiniert. Ich habe alles verloren. Am Ende auch noch die Unterwäsche. Nikki erzählt, was Meth am Anfang bringt. Energie, super Sex, bis das Gehirn streikt und die Zähne ausfallen. Ihr Ausweg war Gott. Wenn du ganz unten bist, dann ist es am besten, wenn du Hilfe ganz oben suchst. Gott hat auf mich gewartet. Er weiß, was er tut. Was man braucht für den Giftcocktail, ist frei erhältlich. Erkältungspillen, Aceton, Schwefel zum Beispiel. 12 Millionen Menschen haben zumindest damit experimentiert. Die Herstellung ist hochbrisant, oft kommt es zu Explosionen. In der Spezialklinik für Verbrennungen in Nashville werden Leben gerettet, die in den primitiven Meth-Labors aufs Spiel gesetzt wurden. Dr. Jeffrey Guy ist trotzdem frustriert. Wir haben Patienten, die so süchtig nach Methamphetamin sind, dass sie nicht aufhören können. Einer war monatelang hier in der Intensivstation. Kaum war er entlassen, hat er sich wieder in die Luft gejagt. Nicht mal Verstümmelungen schrecken sie ab. Sie gehen hier raus und der Teufelskreis fängt wieder von vorne an. Wir erleben das immer wieder. Methamphetamin beschädigt die Gehirnzellen. Euphorie schlägt um in Depression. Der Sheriff von Crossville, Butch Burgess, berichtet von 30 Selbstmordversuchen im Gefängnis in einem Monat.
Das erste Mal beschreiben sie alle als einen totalen Orgasmus, das Tollste, was sie je erlebt hätten. Aber so gut wird es nie wieder. Es gab Gefangene, die mich gebeten haben, sie im Gefängnis zu behalten. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Mütter von Häftlingen, die sich bei mir bedanken, dass ich ihre Kinder gerettet hätte. Mehr als die Hälfte aller US-Sheriffs bezeichnen inzwischen Methamphetamin als ihr Drogenproblem Nummer 1. Zerstörte Existenzen, horrende Kosten, im Stich gelassene Kinder. Polizei, Behörden, die Institutionen im ländlichen Amerika, ganz besonders die Kinderpflegeheime, sind völlig überfordert. Bye bye, heile Welt.